Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Beim Wursteln. Ja, und zwar sind wir in Hoffügen. Jetzt geht's rauf auf den Berg zu Fuß. Ob das verboten ist oder nicht, wissen wir nicht mal wirklich. Aber ihr seht, wir sind nicht alleine. Hier ist Höchstbetrieb. Unten auf dem Parkplatz ist noch viel, viel mehr los. Und man bezahlt offiziell Parkgebühr von den Leuten von Hoffügen aus. 5 Euro kostet es jedenfalls. Meine erste Skitour, Martin und Vicky, waren schon. Für mich jetzt aber die erste. Ich war einmal am Gletscher und Tiefschnee sollte genug da sein. Wir gehen allerdings ein bisschen seltsam, weil der Martin hat leider seine Welle zu Hause gelassen. Deswegen werde ich jetzt seine Ski mit auf den Rücken nehmen. Und Hauptsache, wir landen nachher oben und können abfahren. Oh ja, schön! Die Uhr. Das wird mein Shuttle werden, glaube ich. Ja, das mit den Fällen im Winter, das ist perfekt, wenn man so Taschen umrammt. Das habe ich heute in der Früh noch schnell gemacht und einen Rucksack genommen und zack, ausgeleert. Jetzt denke ich mir, irgendwas habe ich jetzt weniger mit. Das war's, die Fälle. Naja, wir werden schon hochkommen. Ja, ja. Auf jeden Fall schreit der Schnee nach uns. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber der Martin hat sich gerade eben Fälle ausgeliehen. Ja. Es ist unglaublich, weil so viel ist dann auch wieder nicht los. Also und das Coole ist, von der Bären passen sie jetzt auch, ist echt der Wahnsinn. Also ja, farblich passen sie auch, das ist das Allerwichtigste. Damit läuft. Super Sache, ja. Hier ist die noble Fellleierin. Ja, hier ist quasi schon vorzeitig Weihnachten passiert. Ja, oft ist man um Felle so froh, weil man sagt, ah, Felle, ich muss hiken. Aber wenn man hiken will und man hat keine Felle, hey, man hat massiv das Problem. So schaut es. Die ganz sauber putzen die Felle. Das ist super, dass es wirklich funktioniert. Weil nicht, dass ich doch die genaue Passform noch verliere. Wenn man ein bisschen was mit an Tapes und so, da können wir etwas zusammenflicken. Ja, somit sollte der Tag gerettet sein. Yes! Ja, Earn Your Turn ist hier auf jeden Fall Programm. Und die Schneekanonen machen es nicht unbedingt angenehmer. Martin sagt, er ist ein Liftfahrer. Begleitet von angenehmer weihnachtlicher Stille und einem leichten Summen geht's bei uns gemütlich den Berg rauf. Aber oben bleibt dran, wartet fetter Powder, was ich so mitbekommen habe. Jetzt sind wir raus aus den Schneekanonen, sogar schon eine ganze Zeit lang. Und jetzt ist es wirklich idyllisch und Winter Wonderland pur. Das Coole da ist ja, wir gehen eigentlich so ein bisschen auf. Die ist super ausgespurt schon und jetzt der Bau daran so ein Ende. Ja, wenn die Kondi reichen würde, so 20 Mal am Tag auf und nieder. Jetzt müssen wir erstmal einmal rauf. Ah, wird besser und besser. Wir nicht, aber das Panorama. Was mir nicht. Ja, ja. Meine Fälle, die halt nicht da rennen, aber es geht. Ja, immerhin hast du welche. War ohne was jetzt heftig. Ja, das stimmt, hier wäre es echt nicht. Puff, Junge, zum Bauch nicht helfen. Du hast schon Hilfe. Ja, ich mag auch nicht mehr. Du sagst, wie es ist. Wir Gondelfahrer, das ist schlimm. Aber wir müssen alle durch. Gell? Ja. Für alle, die sich fragen, wie lang mein Stecken ist, wenn ich so gehe, eigentlich relativ kurz, weil das halb zum Umstehen 1,20 Meter. Hat aber einen Nachteil, wenn man den so nimmt. Man macht dann einen Stockansatz. Oh! Ja. Da ist wirklich Schnee. Schaut echt nicht so aus. Aber die Seite hat viel mehr mit den Wänden. Also der Wind kommt, man sieht es auch. Teilweise am Schnee echt total verblasen und presst. Und da ist wirklich massiv Schnee. Das ist total. Weg. Jetzt haben wir die Sonne auch erreicht. Das ist schon fein. Aber wer guten Schnee will, der muss auch mit Schatten zurechtkommen. Da bin ich herum. Ja, mega. Ja, wir haben die Sonne erreicht. Bei uns ist Riegelpause angesagt. Und wir sind über den Wolken.
Gefühlt 6000 Höhenmeter vertikaler Aufstieg. Gefühlt. Wir sind nicht so motiviert im Tourengehen. Nein. Aber wir müssen jetzt durch, weil wir wollen halt doch da ein bisschen wedeln und so, gell? Und ja. Und also, wir haben auch das schwere Gerät am Fuß. Hey, ich hab Fälle gekriegt. Das war meine Rumkolonie. Weit haben wir es jetzt aber trotzdem nicht mehr. Ja, Panorama ist jetzt schon wieder richtig gut. Aber viel weiter unten dürfen wir nicht sein. Sonst wären wir drin in der Nebelsuppe. Brauchen wir Stirnlampen. Oh ja. Ja, oben sind wir. Martin sieht es gleich, wenn ich rüberschwenke. Wer sich fragt, wie warm es ist. Ich habe 4 Kapuzen auf. Und wenn ich eine 5. hätte, würde ich die auch noch aufsetzen. Panorama ist aber echt geil. Und los ist hier oben jetzt auch nichts mehr. Keine Ahnung, wo die unten alle hin sind. Weil da waren ja doch ein paar Autos. Ja. Aber hier sind wir jetzt. Allein beim Aufstieg haben wir auch keinen gesehen. Wahnsinn. Das Coole ist ja da, da habt ihr gesagt, da geht die Piste. Und neben der Piste, wir kennen es ja vom Winter, da gibt es immer wieder so Rinnen und so Ablagerungen im kopierten Gelände. Das ist teilweise, ich glaube, 2 Meter Schnee drin. Also da kannst du unbeschwert fahren. Und wo der Wind gegangen ist, da ist halt so wie da. Also da hinten schauen schon wieder die Felsen aus. Also es ist echt total. Egal, es ist halt noch Anfang Dezember. Ja, dafür ist es echt richtig, richtig gut. Da hatten wir schon andere Winteranfänge. Aber bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit. Weil egal wie kalt, eine kurze Jause muss schon sein. Ich habe wieder meinen Karsch dabei. Er hat schon Apfeltaschen abgelegt. Und jetzt muss er aber seinen Schuh richten. So, jetzt aber wirklich. Jetzt ist der Martin auch beim Jausen und nicht mehr beim Schuhrichten. Mhm. Aber kalt ist, aber gut, aber kalt ist noch mal. Ja, ich wäre bereit zum Runterfahren, aber ja, glaube ich noch nicht. 2 Stunden, das sind Nupfen von mir. Fein. Oh Gott!
Wir machen gerade noch eine Pause in der Sonne und dachten, wir machen hier gleich unser Pirti-Video, weil unten im Schatten am Auto ist es eh nicht so toll und da sind dann auch wieder die Schneekanonen, also es ist eigentlich nur laut. Ja, wie ihr cool gesehen habt, die Abfahrt war super geil, Aufstieg war auch episch, allerdings lang. Wir sind irgendwie nicht so die großen Skitourengänger, wir machen sonst ja eben eher Variantenfahren, wo man immer nur kurze Sachen aufsteigt. Genau. Dafür vielleicht auch öfter am Tag, das ist egal, aber halt nicht so ewig am Stück. Ja, hier waren es jetzt ziemlich genau 1000 Höhenmeter. Ist auch gut, weil sonst wäre die Abfahrt zu kurz. Aber hoch ist es auf jeden Fall lang genug. Genau, vollkommen okay waren die 1000. Super Sache. Bis Weihnachten werden wir uns derweil einmal so durchhandeln. Das Skigebiet soll noch irgendwann öffnen, einmal, haben sie gesagt. Ja, werden wir sehen, was passiert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall nächste Woche sogar Wärme. Werden wir umsatteln, vielleicht auf die Fatbikes wieder einmal. Auf jeden Fall bleibt es dran. Bis zum nächsten Mal. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Danke. Danke. Ciao. Tschüss.